Für die gefüllte Kaninchenkeule benötigen wir Kaninchenkeulen, für die Füllung Morcheln, Schnittlauch, etwas Sahne, für die Farce, für unsere Soße, Schalotte, Morcheln, Sahne, etwas Cognac oder Weinbrand, etwas Grundsoße, Butter, dann als Beilage kleine gekochte Kartoffeln und für den Grünkohl, etwas Brühe, eine Zwiebel, Speck, Schinkenwürfel oder Baconwürfel und Butterschmalz. An Küchenutensilien brauchen wir eine Pfanne für die Kartoffeln, einen Topf für die Soße, für den Grünkohl und die Keule, am liebsten ein Bräter, ansonsten würde aber auch ein großer flacher Topf gehen mit Deckel. Für die Farce einen Mixer, zum Füllen später einen Spritzbeutel, wenn Sie nicht haben, geht auch ein Löffel und Küchengarn zum Binden. Als erstes möchte ich anfangen, die Kaninchenkeule zu füllen, bedeutet aber, wir müssen die einmal auslösen. Wenn ich so eine Keule habe vom Kaninchen, die ist ähnlich aufgebaut wie beim Geflügel. Ich habe hier oben ein Stück Knochen, das kann raus und hier unten habe ich einen Teil vom Becken, das ist so ein länglicher Knochen, der muss auch weg. Eigentlich recht einfach, ich fange hier an, am Knochen lang zu schneiden. Der Knochen führt mich, irgendwann merke ich, ich komme hier unten nicht mehr weiter, ich stoppe hier. Das heißt, hier bleibe ich immer hängen und zwar muss ich hier das Gelenk öffnen, bedeutet einmal aufklappen, so springt die Kugel aus dem Gelenk raus und jetzt habe ich eine freie Bahn wieder. Folge dem Knochen, ich drehe es einmal um, am Knochen lang schneiden und habe so das erste Teil schon weg. Dann der nächste Knochen, der hier oben lang läuft, um mir das leichter zu machen, schneide ich am Knochen einmal längs das Fleisch ab, gehe hier am Gelenk lang und gucke, wo das drinne sitzt. Da ist so eine kleine Vertiefung. An der Vertiefung fange ich an, das Messer aufzulegen, runterzudrücken und den Knochen zu bewegen und rutsche so durch das Gelenk durch und habe diesen Knochen auch weg. Und so könnte ich schon überlegen, schnelle Variante, wenn ich die Keule nicht füllen möchte, würde ich sie so schon weiterverarbeiten und kann die am Knochen braten. Wenn ich natürlich die Keule füllen möchte, muss ich den mittlersten Knochen noch rausholen. Hierfür einmal außen herumschneiden auf dem Knochen lang, dass der oben locker steht und dann einmal runterdrücken. So habe ich den Knochen schon zur Hälfte gelöst, ziehe am Knochen, halt unten die Keule fest und kann so den Knochen einmal rausziehen. Nicht ganz rausziehen, sonst geht die Keule kaputt. Einmal hinterm Knochen abschneiden, wieder zurückdrücken. Und so habe ich jetzt meine Keule ausgelöst, habe hier ein Loch drin, könnte das Ganze schon füllen, könnte es aber wiederum auch so braten, wie es ist. Am besten noch einmal zeigen. Also Keule nehmen, immer hier unten am Becken anfangen, hier ist der Knochen, mit dem Messer am Knochen längs schneiden, solange bis ich merke, es geht unten nicht weiter, einmal aufklappen, dass der Knochen hier unten rausspringt, dann weiter am Beckenknochen lang schneiden, am Gelenk vorbei, einmal umdrehen, hier drüben auch einmal längs, so habe ich den ausgelöst. Hier oben an der Seite einmal lösen, gucken, wo die Vertiefung sitzt, die ist wieder hier, das ist ein kleines Loch. Messer auflegen, nochmal gucken, bewegen, jetzt war ich zu weit oben, am Gelenk auflegen, da ist es und einmal durch. Dann am Knochen oben links ringsherum einmal schneiden, dass er sich löst. Hier hängt er noch, nehmen, das Ganze einmal runterdrücken, dass der Knochen sich löst, rüber bzw. rausziehen und einmal unten abschneiden. Das Ganze wieder zurück. So, jetzt gehe ich her, nehme mir einmal, wenn ein Stück Fleisch noch am Knochen dran sein soll, das löse ich aus, das ist okay. Hier habe ich noch ein bisschen was dran. Das löse ich mir auch noch aus. Aus den restlichen Freistücken möchte ich eine Farce machen. Kann man sich ähnlich vorstellen wie eine Bratwurstmasse. Dafür brauche ich Fleisch. Was ich auch machen kann, hier steht was über, das schneide ich mir ab. Hier steht was über. Hier vorne das Stück steht über, das schneide ich mir auch ab. Hier unten ist noch ein kleines Stück. Und jetzt nehme ich das Fleisch, gebe das Ganze in einen Mixer. Mit dazu, dann ein wenig Pfeffer, ein wenig Salz. Fange als erstes an, die ganze Masse ohne Sahne
zu mixen. Einmal drauf, dann Strom. So. Grob zerkleinern. Hier ist noch ein Stück. Dann ungefähr die gleiche Menge Sahne mit dazugeben. So. Immer erst das Fleisch mixen. Wenn die Sahne zu lange gemixt wird, wird die zu warm und könnte gerinnen. So, das reicht erstmal zum Zeigen. So schaut das ungefähr aus. Jetzt noch ein bisschen Geschmack. Was ich gerne dazu machen wollte, sind Morcheln. Ich habe getrocknete Morcheln. Die getrockneten Morcheln habe ich vor in Wasser eingeweicht. Die sind jetzt zu fest. Nehme mir eine Morchel, schneide die grob klein. Die ist sehr würzig vom Aroma, dementsprechend reicht das auch schon. Mit dazugeben, das Ganze nochmal mixen. Jetzt merkt man auch, die Masse wird streichfähig und homogener. Wenn ich möchte, für ein bisschen Farbe noch ein wenig Schnittlauch. Bedeutet, ich schneide mir mal ein Stück ab, Schnittlauch nehmen, schön klein schneiden. Wichtig hierbei beim Schneiden ist wirklich eine Schneidebewegung. Den Schnittlauch nicht pressen oder Kräuter hacken, dann werden die bitter. Früh genug aufhören, weil irgendwann hinten kommt der Finger. Und den geschnittenen Schnittlauch mit dazugeben. Aber jetzt nur noch einmal kurz mixen, dass der Schnittlauch nicht kaputt geht. So, diese Masse möchte ich nehmen, um das Ganze in die Keule zu geben. Eine Möglichkeit wäre mit dem Spritzbeutel. Das würde bedeuten, ich gebe die Masse in den Spritzbeutel rein, könnte das Ganze reindrücken. Eine andere Variante, was ich auch machen kann, ist, ich nehme mir einen Löffel, nehme mir von der Masse was, ungefähr einen Esslöffel, gebe den in die Mitte rein, schön reinschieben. Wichtig hierbei ist auch, die Masse etwas anstreichen, dass wir eine Verbindung kriegen. So. Noch einen Löffel nehmen, wieder in die Mitte, als erstes reinstreichen, reindrücken und auch ein wenig andrücken, von hier drüben auch. Das Problem, was ich jetzt habe, die Keulen haben keine schöne, gleichmäßige Form. Was ich Ihnen jetzt raten könnte, als Tipp, wäre, die Keulen noch zu binden. Wichtig ist hier, Küchengarn zu nehmen, das ist auch hitzebeständig. Einmal ein Stück abschneiden und dann fangen wir an, ähnlich wie beim Paket. Einmal auflegen, einmal rum, einmal binden, rüber, schön anziehen, umklappen, wieder zurückgehen. Und dann machen wir oben einen kleinen Knoten rein. So, dadurch werden die auch schön rund, dadurch bleiben die auch beim Garen saftiger. Also Küchengarn hinlegen, drauflegen, einmal rum, einmal rüber, einmal rüber, einmal umklappen. Also quasi wie bei Weihnachtsgeschenken, das Ganze einmal zupacken. So, hervorragend. Gewürzt habe ich vorher noch nicht. Ich habe Angst, Salz entzieht Wasser. Pfeffer könnte verbrennen beim Braten durch die Hitze. Jetzt als nächstes Butterschmalz nehmen. Von dem Butterschmalz gebe ich was in den Bräter. Als erstes sollen jetzt einmal die Keulen angebraten werden und gleichzeitig auch unser Grünkohl drinne gegart werden. Um zu wissen, ob das Butterschmalz geschmolzen ist bzw. heiß ist, nehme ich mir ein Stück von dem Speck oder Schinken, lege den Würfel damit rein, ähnlich wie beim Holzlöffel. Sobald ich höre, dass es krisselt, weiß ich, Butterschmalz ist heiß, kann dann meine Geflügelkeulen mit dazugeben. Dann aber noch vorher die Zwiebel pellen. So, einmal unten abschneiden, rüberziehen, oben abschneiden, rüberziehen. Wenn ich jetzt merke, so wie hier, die Schale ist zu trocken, würde ich lieber noch eine Etage tiefer gehen. Nehme ein Stück von der weichen Schale mit und kriege so die Zwiebel besser gepellt bzw. abgezogen. Dann halbieren, Stielansatz, sprich Wurzel nach hinten, das Ganze einschneiden. Von vorne nur bis zur Hälfte und dann in der Wiegebewegung die Zwiebel würfeln. So. So, jetzt kann ich so langsam hören, mein Speck fängt an zu krisseln. Jetzt darf die Kaninchenkeule da rein angebraten werden.
zusammen mit etwas Speck- oder Schinkenwürfel, zusammen mit den Zwiebeln. So. Kurz Farbe nehmen lassen, umdrehen, Speck auch nicht zu lange anbraten, sonst wird er zu schnell bitter. Dann den Grünkohl mit dazu. Gerne auch kurz und ein bisschen mit angehen lassen. Ja, das riecht auch schon sehr lecker. So, und dann fülle ich mit einer Gemüsebrühe auf. Deckel drauf, wichtig jetzt auch Temperatur zurückschalten, ungefähr auf halbe Kraft. Und das Ganze sollte ungefähr 20 bis 25 Minuten gegart werden. In der Zwischenzeit würde ich vorschlagen, machen wir weiter mit der Soße. Für die Soße als erstes eine Schalotte pellen, einmal einschneiden, Schale abziehen. Die ist jetzt sehr trocken, das schneide ich einmal ein und gehe eine Etage tiefer. So, jetzt habe ich sogar zwei, sehe ich, durch das Pellen. Die in Würfel schneiden, gucken, wenn eine gerade Fläche da ist, schön hinlegen, ansonsten zur Sicherheit halbieren, so hat die einen besseren Halt. Einschneiden, einschneiden und würfeln. Die Würfel in einem Topf mit ein bisschen Butter leicht angehen lassen. Bei der Butter mal aufpassen, der Topf darf nicht zu heiß werden. Sonst verbrennt mir die Butter zu schnell. Ungefähr eine Messerspitze mit dazugeben. Einmal anmachen. Entschuldigung, das habe ich ausgemacht. Einmal an. Temperatur wieder ein bisschen runter, damit das nicht zu schnell geht. Nachdem die angebraten sind, kommen da unsere eingeweichten Morcheln auch mit dazu. Ich hatte die in Wasser eingeweicht und angel die jetzt mal raus, auch ausdrücken. Und die auch grob klein schneiden. So, das kommt weg. Grob klein schneiden, also würfeln. So. Das sollte auch reichen. Also wie schon vorhin erzählt, haben Morcheln ein sehr schönes, starkes Aroma. Was ich auch gerne mache, um das Aroma noch besser rauszubekommen, die Morcheln auch zusammen mit den Zwiebeln in der Butter kurz angehen lassen. Dadurch entfaltet sich das Aroma noch besser, aber aufpassen, nicht zu lange, sonst können die auch verbrennen. Sobald ich merke, das Ganze ist mir zu heiß, lösche ich ab. Was gut passt beim Morcheln ist Cognac zum Ablöschen nehmen. Falls man das nicht möchte, würde ich einfach von dem Morchelwasser was mit dazugeben, das machen wir nachher aber auch noch, aufpassen vom Morchelwasser, nie alles mit dazugeben. Und zwar sind Morcheln oft sandig, das bedeutet, hier unten setzt sich der Sand ab. Wie bei einer guten Flasche Wein, immer einen Schuss noch zum Schluss im Glas bzw. in der Flasche drin lassen. Aber hier bei uns zuerst ablöschen. Was ganz wichtig ist, der Cognac muss verdampfen. Bedeutet, nach dem Ablöschen zischt das, dann köchelt das Ganze und erst, wenn das Bratengeräusch wieder kommt, darf ich weiter kochen. So wie jetzt. Dann von dem Wasser, wo der Geschmack auch drin ist, aber wie gesagt, nicht alles mit dazugeben. Jetzt lasse ich das Wasser ein wenig einkochen, dadurch bündel ich den Geschmack. Nachdem das eingekocht ist, fülle ich auf mit Bratenfond. Was ich jetzt hier habe, ist neutraler Bratenfond, bedeutet entweder Geflügel oder Kalb. Ich habe den jetzt selber gekocht, eine schnellere Variante für zu Hause wäre. Ich kann auch einkaufen gehen, in Lebensmittelgeschäften gibt es immer solche kleinen Gläser, sind Fonds drin. Kaninchen würde ja auch gut passen. Von dem Bratenfond was mit dazu. Den einmal aufkochen lassen, der geliert, wenn er im Kühlschrank steht. Und vor dem Servieren machen wir noch ein bisschen Sahne mit dazu. Bei der Sahne würde ich immer aufpassen, nicht am Anfang mit dazugeben, sonst kann es passieren, das Ganze gerinnt. Falls das doch mal passieren sollte, ist auch nicht so schlimm. Mit einem Pürierstab einmal kurz pürieren, dadurch wird eine Emulsion hergestellt, auch wenn ich Wildsoßen mache durch den Rotwein. Und dann wird das Ganze wieder schön cremig. Und was ich schön finde, ähnlich wie bei der Füllung, passt hier hervorragend Schnittlauch zu.
Das bedeutet, den Schnittlauch schön fein schneiden, würde ich aber genauso wie die Sahne auch erst kurz vorm Schluss mit dazugeben. Sollte der Schnittlauch zu lange kochen, verliert er an Aroma und verliert auch an der Farbe, sprich der wird braun nachher. Dann, was uns noch fehlt, sind die Kartoffeln. Die habe ich vorgekocht, je nach Größe, die ungefähr 25 Minuten. Was ich schön finde, wenn die Kartoffeln so eine schöne glatte Schale haben, würde ich die gerne mit Schale servieren. Das bedeutet in unserem Fall wieder ein bisschen Butter nehmen, die Butter in der Pfanne erhitzen, auch wieder aufpassen mit der Temperatur. Die sollte nicht zu hoch werden und dann klassieren wir die da drin. Also sprich ein bisschen angehen lassen, gerne auch ein wenig Farbe. Es gibt schöne Röstaromen. Ich denke mal die Kartoffeln, das dauert so 1-2 Minuten. Die Soße muss noch reduzieren, dauert auch. Und unser Grünkohl dauert auch noch ein bisschen. Dann würde ich mal sagen, treffen wir uns gleich zum Anrichten wieder. So, schauen wir mal. Oh ja, kann man sehr schön sehen, der Grünkohl ist zusammengefallen. Das bedeutet, der ist jetzt auch schön weich. Jetzt noch würzen. Sowohl das Fleisch und den Grünkohl. Einmal Pfeffer, Salz und dann können wir auch anrichten. Das machen wir mal aus. Kartoffeln habe ich hier. Hier fehlt auch noch ein bisschen Salz an den Kartoffeln. Und die Soße jetzt zum Schluss, die Sahne oder einen Schuss Sahne mit dazugeben. So, dann den fein geschnittenen Schnittlauch. Einmal nur noch aufstoßen lassen, damit uns die Sahne nicht ausflockt. Was ich hier vergessen habe, ist auch noch ein bisschen Salz. Da hatten wir vorher noch nichts dran. So, das reicht auch schon. Dann zum Anrichten. Als erstes vom Grünkohl in die Mitte was geben als Podest. Dann von der Kaninchenkeule den Faden wieder abziehen. So, was ich schön finde, die auch aufzuschneiden und nicht ganz drauf zu liegen. Bedeutet in dem Fall 3 Scheiben. Das Ganze so der Länge nach drauflegen. Mit Kartoffeln als Beilage. Außenrum ein wenig. Ich denke mal 3 Stück aus der Optik. Ist eine schöne Zahl. Kann man ja später noch welche mit dazu machen. Und dann mit Morcheln. Wenn wir noch ein Stückchen drin haben. Oben drüber. Und ein wenig die Soße. Außen rumlaufen lassen. So, hervorragend. Dann haben wir die Kaninchenkeule schön gefüllt, unseren Grünkohl, die Morchelsoße und kleine gebratene Kartoffeln. So, dann einen guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen.